So, Hydra, möchtest du uns rumführen oder hast du noch was anderes zu tun? Ich glaube, rumführen wäre gerade interessant. Es sind gerade ein paar Leute da, die das bestimmt auch interessiert. Das sah gerade gruselig aus, wie du da gelaufen bist. Das sah gerade gruselig aus. Wahrheit, WOP ist Wahrheit oder Pflicht? Ach Ah, so. okay. Wahrheit oder Pflicht, das habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Ich hab's Aber es ist aber ein cooles Game gehasst. mit den richtigen Leuten. Ich hab's nie gespielt, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja, mit den richtigen Leuten finde ich das ganz witzig. Ich kann Ich kann dir den. schon kurz den Nether zeigen, was ich auskomme. Okay, dann treffen wir uns beim Nether-Eingang wieder. Finde ich jetzt nämlich auch nicht wieder. Ach so, da bist du. Ich fände das ja geil, wenn wir diese Direktportale hätten, wo wir nicht drinstehen müssen, sondern wo wir einfach durchfliegen können. Tja. Ist zwar performance-lastig, aber. Naja, so wirklich performance-lastig ist das nicht. Es geht. Ah, schon ein bisschen. Gerade bei deinem PC. Ich glaube, der würde da richtig anfangen zu brennen. Nee, ich glaube eher deiner. Nee, meiner wird das aushalten. Da hat man keine Sorge. Annie ist bei mir so aggro. Meiner. Wer ist Akku? Annie bei mir. Ja, das ist dein Chat. Da musst du gehen, Die gehen über diese Dimensionen, Überdimension. ja. Hättest du auch hin platzieren können. Was geht über Dimension? Ach so, die, Die hier. klar, die Waypoints, die gehen über Dimension. Die gehen überall. Die kannst du halt umbenennen. Warte mal, Hydra, 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 bleib mal kurz stehen, bitte. Bleib mal ganz kurz stehen, bitte. Was hast du denn da für Puschen an? Geil. Da läuft er ja einfach durch den Nether mit seinen Katzenpuschen. Hier voll am Feier Spam. ich. Da hat er einfach seine Puschen an. Irgendwie, ich bin scheinbar zu breit Geil. für das eine Loch. Ah, jetzt. Enya, was ist los? Wieso bist du sauer? Gefällt dir WoP Du nicht? kannst auch ruhig bei mir weitermachen. Hallo. Was Okay, ist du denn so darfst ruhig alles weitergehen. Ich bleiert? wollte nur deine Puschen angucken. Hier, Enya, gefallen dir die Puschen? Die sind Hammer. Creeper bleiben fern wegen dieser Das sind Spur. Katzenpuschen. Das ist Premium. Das sind Katzenpuschen. Boah, die haben Das ja Angst sind vor Katzen. Katzenpuschen. Ach, hier geht's runter. Dann Natürlich geht's stößt man bei sich ihnen die da ganze Zeit irgendwo den Kopf. runter. Dong, 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 dong. Schadet bei dir ja nicht mehr. Ja, das sagst du. Bei mir auch nicht. So. Aufpassen, Gegner vor dir. Ja, die tun mir schon nix. Okay, da ist eine geile Festung. Sind Kollegen von mir, die hier die Festung betreiben, ne? Also das ist ein anderer Lord, der da sein Werk Oh, ich glaube, der treibt. war Aber tot. mit dem habe ich gerade nicht so viel zu tun. So. Oh, wir fliegen hier irgendwo dran vorbei. Du weißt, dass wir keine Feuerresistenz haben, Hydra. Weiß nicht Okay, nee, mal. passt. Passt, passt. Wo seid ihr Brauchen wir hin? nicht. Wir Da. sind hier. Irgendwo. Und hier rein. Kriegt der Lord einfach Schaden unterwegs. Wait, what? Ach, da rein. Ach du Scheiße! Autsch. Ach du Heilige! Alter, Ich das glaube, ist ja komplett hier ging es auch noch riesig. ein Stück runter. Da Das hat er ist ja gerade durchgebuddelt, komplett glaube ich. riesig. Ich werde hier ja nie wieder rausfinden. Ja, das glaube ich dir, dass das vorher alles voll war. Ich kenne keine solchen leeren Bereiche im Nether, die natürlich generieren. Da bin ich mir sicher, dass das vorher alles voll Was für ein war. Übertreiber, ey. Er hat Ach, halt du nichts Heilige. Besseres zu tun gehabt, ne? Hier ist ein blauer Kristall, der mir gefällt. Was ist das für einer? Also Oh, nicht. Saphir. Der ist schick. Okay. Und hier ist Okay. auch Kalzit. Kalzit scheint immer mit krassen Kristallen zusammenzuwachsen. Oh, Oft Alter, hier ist ja. ja richtig viel Saphir. Das ist ja komplett geil. Davon brauche ich auf jeden Fall auch Guck was. dir mal an, wie er mit seiner Spitzhacke arbeitet.
Ja, gut, das ist ja normal. Also wenn man geskillt hat, ja. Also wie schnell kannst du diesen Saphir abbauen? Wie schnell geht das? Bei mir dauert es ein bisschen länger, ja. Aber das ist halt echt. Ja, bei mir halt auch normal, weil ich halt keine außergewöhnliche Hacke habe. Saphir Crystal Cluster sind das. Kriegt man hier. Ja, die finde ich schon auch geil, wie die Grünen. Wobei ich die Grünen nochmal geiler fand von der Farbe her. Und wenn in Rot, so rubinmäßige. Grün hatte ich auch welche von dir mit. Hatte ich auch welche mitgebracht letztes Mal. Aber Blau, ja. Aber Saphir hatte ich noch nicht gefunden. Ne, Saphir sehe ich auch zum ersten Mal, deswegen. Kann auch sein, dass hier einfach nur hier in der Hölle gibt. Hydra, der König des Nether. König ist übertrieben als Titel, aber Hydra ist auf jeden Fall hier. Die Hydra des Nether. Und darf ich auch mal ausprobieren? Ach du Heilige! 15.000 oder rund 16.000 Haltbarkeit. Mit allen Effekten drauf, die man so braucht. Ach du Heilige, die ist ja komplett krass. Ich will das einmal hier ausprobieren. Ist das eine Netherite-Spitzhacke? Ja, okay, das ist basically Insta-Mine. Ist das eine Netherite-Spitzhacke? Das ist Netherite. Das ist ja nur... Ja, Hydra suchtet wirklich meins. Das ist ja nur geil. Wie hier einfach goldene Äpfel rauskommen. Stormy-Erz. Ja, halt einfach goldene Äpfel rauskommen. Geile Sachen. Achso, dieses Stormy-Zeug habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Jetzt habe ich's. Habe ich alles? Ja, passt. Nee, wir haben auch festgestellt, dass Hydra nicht suchtet, sondern Hydra einfach seiner Sklaventätigkeit nachgeht. Ne? Also Hydra ist da sehr vorbildlich. Genau so gehört sich das und nicht anders. Also ich erwarte Hydras Hilfe, wenn wir irgendwann richtig den Schlossbauserver machen. Da erwarte ich Hydra als starke rechte Hand. Ja. Ich glaube, dann läuft das Ganze. Also Hydra, du hast gute Chancen zum Sklaventreiber, wenn du da mal Bock drauf hast irgendwann. Aber das klären wir mal anders. Das klären wir jetzt nicht und hier. Nee, nicht jetzt und hier, so rum. Da hinten ist noch mehr ein Saphir. Das scheint es hier öfter zu geben. Ich will gerne noch mehr Gesundheit Metallogierungsbahn machen. Ja, ich glaube, das ist falsch geschrieben. Entschuldige mich, ich muss kurz einen Kaffee holen. Okay. Enya. Ja, okay. Nether Experience. Aber oh, kann man Kaffee? Wer hat Kaffee geholt? Enya. Ja, sie ist doch hier Kaffee und Energy Junkie. Ist doch okay. So, das will ich die Rüstung für Zentus fertig machen. Ja, meine. Ja, mach das ganz entspannt. Also, mach was du. Also, du hast da freie Hand, ne? Du benimmst dich auf jeden Fall. Dann passt das. Was sagst du so, Enya? Führst du uns noch raus kurz? Oder mich auf jeden Fall? Sonst muss ich mich zurückporten. Nee, musst du nicht. Ja, bin ich. Topaz. Ja, wobei dieses Orange gefällt mir nichts. Also am ehesten wäre es so, glaube ich, Rubin, was mir gefallen würde. So ein schönes Rot. Die Roten. Oh, ist das da hinten? Ja. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Das ist ja. Oh. Vor allem, er redet gerade davon. Das ist ja nur geil. Weil er redet gerade davon und da sind da welche. Das gehört komplett mir. Mach mal. Ja, da lasst ihr schön die Finger von. Also außer ihr wollt mir abbauen helfen, aber. Ich geh weg. Das gehört komplett mir. Das ist ja wirklich nur geil. Hydra wollte ja übertreiben. Ich hab die Spitzhacke wiedergegeben. Hier ist der Aufstieg, bleibe noch. Ja, ich, warte, wo ist der Aufstieg? Okay, du hast ihn da markiert. Das passt. Okay. Danke dir. Ich baller noch mein Inventar voll mit dem geilen Zeug hier. Ich muss mal kurz. Ah, mein Rucksack ist auch dauergefüllt, wirklich. Komplett dauergefüllt ist der. Schaufel kann mal weg. Ah, okay. Hydra, solltest du mehr von diesen Rubin-Clustern hier finden? Nimm die.
Nimm die gerne mit oder markier die gerne irgendwie. Also, du kannst die gerne abbauen, wenn du da Bock drauf hast, aber ich will dich jetzt auch nicht von deinem Ziel abhalten. Aber wenn du was findest, markier die gerne oder nimm die mit oder so. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauchen werde, aber bestimmt ein bisschen was. Kann man ja vielleicht auch noch im Design verändern, das will ich mal gerade nachgucken. Nee, so sehe ich es nicht. Ah, nee, kann man vielleicht gar nicht. Egal, die sind trotzdem geil von der Farbe her. Terminal out of range. Energy-Kaffee ist besser als Bier. Ja, Bier trinkt ja auch niemand hier, glaube ich. Also ich bin ja auch so der Energy- oder Zitronenwasser-Typ. Zitronenwasser trinke ich ja besonders gerne. Mit Ingwer manchmal auch drin. Finde ich mega geil. Mhm. Hydra schreibt wahrscheinlich gerade. Ja, und Calcit ist natürlich auch geil. Also von der Farbe her. Und Calcit konnte man auch am Tisch bearbeiten, oder Centus? Dass man da andere Designs bekommt. Ich glaube, daraus habe ich die meisten gemacht. Ich hatte eh sehr viele von denen. Hättest sehr viele von den Clustern. Oh, geil. Das ist wirklich pornös. Und bei dir geht das so schnell. Ich brauche auch mal eine neue Spitzhacke. Meine ist auch gleich wieder kaputt. Jetzt bauen wir hier alle dran ab. Das ist geil. Ja, ich finde eh nicht raus. Ich finde gerade nicht raus. Das ist das Problem. Ja, ich glaube, Hydra hat das hier markiert. Da bei dem Erz, bei dem Quarzerz. Ja, ist sowieso geil, wenn es dann jetzt so ich schnell mein, geht. Ich meine, ich finde nicht nach oben wieder raus. Also achso, da kann ich dich hinführen. Ja, Calcit auch. Calcit, da wollte ich vielleicht noch Böden draus machen oder so. Ich weiß halt noch nicht. Ich will erstmal ein bisschen was haben, dass ich dann damit rumexperimentieren könnte und nicht lange noch farmen müsste beim Schlossbau. Wir brauchen generell Calcit. Du hast ja gesehen, dass ja, ich da gemacht habe. Ja, ich benutze das ja auch viel. Also, ich glaube, Calcit ist ein guter Block, und wo wir uns gut kaputt drauf einigen können. Ja, meine hat noch ein bisschen. Ja, meine hatte nicht mehr so viel, deswegen. Wir sind leider hier. Meine neigt sich jetzt auch langsam dem Ende, aber. Ja, Calcit kann ich halt auch schön schnell abbauen, wobei ich es nicht aufsammeln kann. Oh, Zitronenwasser, das ist richtig lecker. Meint Enya. Hi, Uwe. Moin, Uwe. Na, wie geht's dir? Wir sind hier gerade im Nether. Hydra hat uns gerade vorgestellt, was er gemacht hat in seiner Freizeit. Mega viel. Wir sind gleich dann wieder. Machen wir weiter beim Schlossbau. Ich weiß, dass da nach oben geht. Ich finde aber nicht zum Portal hoch. Ja, komm, ich gehe da. Hydra, schaffst du das mitzunehmen? Weil mein Inventar ist sowieso auch voll. Ich führe Centus zum Portal raus. Den ab hier kenne ich den oder finde ich den Weg. Das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Was gibt den 5x10 gleich? Hat Enya gefragt. Was? Moin, Nico, du bist ja auch da. Moin, Nico. Du bist bereit. Und zwar hier rum, da. Oh. Ich muss nochmal fliegen. Hier auf diese Plattform drauf. Oh. Das ist so schwer, hier hochzukommen. Ja, das ist kackenschwer. Okay, ich hab's, glaube ich, geschafft. Okay, das Ding habe ich nämlich nicht gefunden. Ja, jetzt haben wir's. Ja. Gott, der muss hier echt mal Treppen reinbauen. Jetzt habe ich da einen Pilz in der Offhand. Okay, und hier geht's dann weiter. Ach so, wir sind hier. Da ist das Portal. Da verstehe. Immer diese Chats, wo gefühlt niemand schreibt. Moin. Eigentlich ist hier im Chat echt viel los normalerweise. Ich weiß nicht, seid ihr gerade alle eingeschlafen im Chat oder was? Also Hydra ist halt hier bei uns in-game. Der schreibt normalerweise auch sehr viel. Der sagt bestimmt in-game gleich mal Hallo. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich immer ganz gut viel los. Ich weiß nicht, wo Enya gerade ist. Bei mir drüben. Meins ist ja eigentlich auch da. Nico ist ja da. Enya ist bei mir gerade im Chat drüben. Monkey und Matthias waren vorhin auch auf jeden Fall mal da. Aber sie schreibt ja auch ab und zu bei dir. Hier ging's nochmal irgendwo hoch. Ja, sie wechselt immer so ein bisschen. Hier geht's hoch. Passt ja aber auch. Bleib auf jeden Fall noch kurz dran. Wir sind gleich wieder beim Schloss. Den da Weg ist meins. Guck mal an. Den Weg habe ich auch gerade nach oben gesucht. Ja, das ist ja, jetzt ist ja simpel. Wir sind gleich beim Schloss, dann hole ich euch da einmal ab, auf welchem Stand wir sind und wo wir dann gleich weitermachen. Ich habe es einfach Goldfarm genannt. Hier, Home. So,
Das hier ist der Schlussanfang. Nicht wundern, das sieht noch sehr kryptisch aus, weil wir noch sehr am Anfang sind. Da ist Hydra, hier, ne, da, seht ihr es. Hallo, liebe Sklaven. Da ist die Nachricht von Hydra. So, ich werf mal kurz die Sachen hier weg. Rubin und so packe ich auch erstmal ins Lager. Ja, wir haben und dann führe ich euch einmal oben ins bisherige Schloss. Also, wir fangen mal oben in meinem Schlafsaal an. Das hier ist der höchste Turm, den es geben wird im Schloss. Hier ist mein Schlafgemach, da kommt noch ein Dach drüber, noch Dekoration hier drauf. Das ist hier so der Anfang. Ich zeige euch das Ganze mal auf der Map. Hier sind wir gerade auf dem Turm. Das hier ist so im Großen und Ganzen die Schlossform. Da kommen noch ein paar Türme außen rum. Das fangen wir hoffentlich heute noch an. Hier, ich bin gerade dabei, den Boden reinzuzimmern. Da machen wir auch gleich weiter. Und wie gesagt, das ist hier erstmal alles noch Rohbau, weil wir noch recht am Anfang sind. Das ist ja ein etwas größeres Projekt, was ich mir hier aufgetan habe. So ein bisschen. Ein paar Kleinigkeiten haben wir schon. Und hier unten ist so ein bisschen der Vorhof schon angedeutet. Da ist, vergeht schon eine kleine Mauer. Da ist unser Lagertempel, Mobfarm und alle möglichen Kleinigkeiten. Ja, vielleicht muss er den Namen wirklich immer zu Ende wechseln, wenn wir dich die ganze Zeit so nennen. Discord haben wir. Wir haben, also es gibt einen Channel, auch Schloss des Lord Dark oder Schloss von Lord Dark. Den findest du, wenn du auf meinem YouTube-Kanal da auf die Info gehst. Da ist unser Discord-Link, da kannst du einfach reinkommen, wenn du Bock hast. Ja, da bist du auch herzlich willkommen, so wie jeder hier natürlich. Da könnt ihr gerne reinmarschieren. Dann hören wir das sogar live on stream, wenn du da jetzt reinmarschieren solltest. Oh, das ist eine schöne Spitzhacke. Hat mir ein System. Ja. Das ist, wie gesagt, ganz einfach im Kanal. Wenn du es nicht finden solltest, sag gerne nochmal Bescheid, dann schicke ich den Link sonst zur Not. Ja, aber du hast ihn ja direkt auf deinen Kanal gemacht. Ja, manchmal ist das ja... aha, das wirkt. Ja vielleicht nicht so was leicht. Wirkt, Enya? Der Kaffee oder was? Ja, Kaffee ist immer gut. Ich finde auch... ich trinke morgens. Ein bisschen weird, aber morgens immer nur beim ersten Mal. Also klingt ein bisschen weird, ja, wenn man das so sagt, ich aber ich trinke morgens Kaffee immer nur Tür. Tür trinkst du morgens? Ja, weil ich gerade nach Tür gesucht habe und wir über Kaffee geredet haben. Alles klar, schön kombiniert. Nee, ich weiß, dass du morgens immer die Türe trinkst. Ach, wirklich? Trinkst du immer aus? Weil sie schreibt Wirk. Ja. Ich dachte, sie meint Wirk damit. Sie meint aber wirklich. Dieses neumodische Geschreibe von den Kids, ey. Von den Kids. Wir haben hier keine Kids an Bord. Wir sind alle erwachsene Gamer. Von Punkt den... aus Ende. Ich sag Kids. Von den neumodischen Kids. Du bist auch so ein neumodisches Kid. Ich bin kein Mit Kid. Mit altem Look. Ich bin kein Kid. Oh, sorry. Da hat sich jemand persönlich angegriffen gefühlt. Weil du Kid gesagt hast. Ja. Und du fühlst dich persönlich angegriffen. Das ist natürlich gefährlich. Nö. So, wir zimmern den Boden hier so schnell wie möglich. Ich meine nur damit, dass du es... Ich dachte nur, dass du es falsch ausgesprochen hast, deswegen. Ach, ihr seid so alt, nicht normal. Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Centus sagt nichts. Ich weiß trotzdem, also ich weiß wirklich nicht, wie alt ich bin. Ich aber weiß, wie alt du bist. Ich glaube nicht, dass Centus mir das jetzt sagt. Du willst das doch nicht. Was? Dass ich sage, wie alt du bist. Ja, weil ich nicht wissen will, wie alt ich bin. Also jetzt ohne Scheiß, ich meine das ernst, ne? Ich sag's doch auch nicht. Die Sklaven können das gerne wissen, aber ich will's nicht wissen. Ich sag's doch jetzt nicht. Außer du nimmst weiter. Ich hab gar nichts gesagt. Ich glaube, ich sperre jetzt hier eine Libelle eventuell im Boden ein. Ich muss auch noch gucken, wie ich da hinten runterkomme. Ich glaube, ich zimmer den Boden erstmal gerade durch und guck dann hinterher, wie ich da eine Treppe noch reinmache. Muss halt eine schräge Treppe sein. Ein schräges Trap. Alle liken und abonnieren und nett spammen, sagt der Uwe. Ja, den Rat könnt ihr mal gerne alle befolgen, ne? Also mit Spam habe ich so semi ein Problem, aber irgendwie hängt dein Chat eher, bei mir. Das ist eher Chat-Sache. Irgendwie hängt dein Chat bei mir ein bisschen hinterher. Das ist okay für mich. Ach. Ne, im Chat, da müsst ihr alle nur miteinander klarkommen. Da könnt ihr, von mir aus könnt ihr da schreiben, was YouTube zulässt.
Und wie viel YouTube zulässt. Aber da müsst ihr euch natürlich auch untereinander einig sein und da miteinander auskommen. Ich will nicht, dass sich da jemand benachteiligt fühlt. Enya ist sofort dabei. Oi. Enya ist direkt drin, wenn sie das Wort Spam hört. Ach, und Nachrichten zurückrufen müsst ihr auch nicht. Aber das ist eure Sache, ne? Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, nur wenn gut bezahlt wird, Zentus. Also wenn du Werbung machen möchtest für deinen Kanal, dann bezahlst du mir das. Ich habe nur gesagt, hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, ja. Und außerdem hast du gerade indirekt Werbung für meinen Kanal gemacht. Welcher Kanal? Wer? Also nicht. Was? Ja, Enya, ein bisschen darfst du immer, ne? Ich sag, wenn es sonst zu viel wird, dann sage ich dir Bescheid. Oder wenn jemand aus dem Chat das nicht so geil findet, dann sagt er auch Bescheid, dann fährt Enya auch ein bisschen runter. Aber ansonsten darfst du erstmal natürlich machen. So wie immer. Ah, jetzt hast du natürlich keinen Bock. No hablo español. Das ist ein Portugies. Das ist ein TikTok-Trend. Kenne ich nicht. Was ist TikTok? Ich weiß, dass es ein TikTok-Trend ist, aber ich kenne das Ding selber nicht. Falo Portugiesch, Senor Uwe. Un Bocadinho o nada? Okay, Enya kommt gleich wieder. Or do you just speak English, Uwe? Okay. Er hat also nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nee, wenn das wirklich so ein Tok-Tok-Trend sein sollte, mit diesen Taktik, keine Ahnung, wie das heißt, ich kenne mich damit ehrlich nicht aus. Ein Tik-Tak-Trend. Warum kann man eigentlich wir haben hier so viele Häuschen, warum kann man eigentlich keine Steintüren machen? Da gibt's wirklich keine Steintüren? Ich habe doch letztens bei Türen. Also gut, Steintür ist auch unrealistisch, aber ich glaube, es gibt noch hier Metalltüren. Door. Silbertür. Ja, Holz ganz viel. Dark Iron Door gibt es zum Beispiel, sehe ich gerade. Spam! Hat sie bei mir gerade geschrieben. Ja, bei mir aber auch. Bei mir halt aber noch länger. Ein paar Minuten. Vor dem Spam mit 2 M und dann nur noch ganz viele Ns hinterher. Also die meisten sind wirklich Holztüren. Ich habe gerade eine Pilztür gesehen, Eisentür halt in verschiedenen Farben. Mhm. Aber ich finde, mit den Holztüren kann man schon sehr viel machen. Ja, ich hatte auch eine Tür. Hier ist zum Beispiel auch eine Silbertür, die sieht sehr steinig aus auf den ersten Blick. Aber diese Enziert-Copperdor, die gefällt mir, aber wir haben leider das Holz nicht. Du musst es farmen. Welche Tür ist das? Wie heißt sie nochmal? Wie, man hört nichts. Enya. Bei mir hört man was. Wie heißt die Tür nochmal? Ancient. Mit E? Ancient. Ach so, Ancient. Oder Ancient. Ja, du weißt mein Englisch und so, ne? Ich finde die. Tall Ancient Oak Door. So, die macht man natürlich wieder aus den normalen Türen. Leider haben wir doch immer nicht kein Holz für. Biber. Aus welchem Baum kommt das denn? Ancient Oak Plains. Die Frage ist nur, kann man nachgucken, wo das gibt? Was das gibt? Ich könnte mir vorstellen, dass du das irgendwie mit normalem Dark Oak oder so in der Art machst. Aber ich check das auch mit diesem Rezeptbuch nicht. Also dieses, wie heißt das neue Teil hier, was wir haben? Ja, moin, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, moin, Uwe. Ich bin der Lord und ich bin auch dabei. Biome Makeover. Was für ein Make-up? Du trägst jetzt Make-up. Makeover. Was? Biome Makeover. Vor allem schreibt sie, man hört nichts und dann schreibt sie, ihr habt nichts gesagt. Ja, sie sorgt für Verwirrung. Das ist schon richtig. Ich merke das schon. Weitermachen. Das macht sich schon richtig. So, Uwe, hier, du hast die Frage noch nicht beantwortet, ne? Was hast du für ein Kaltgetränk, um in diesem Stream anwesend sein zu dürfen?
Braucht ihr immer ein valides Kaltgetränk bei euch? Naja, nicht wirklich. Damit es euch auch gut geht. Ne? Nein, aber hast du ein Getränk bei dir? Was für ein Getränk hast du bei dir? Schmeckt dir dein Getränk, was du bei dir hast? Ja, das waren jetzt sehr viele Fragen. Wir müssen mal wieder das Thema wechseln. Fußboden. Fußboden ist auch ein tolles Thema. Was habt ihr für einen Fußboden zu Hause? keine Ahnung. So, wir schauen mal kurz auf die Map. Oh, über die Hälfte haben wir geschafft. Endlich. Endlich über die Hälfte geschafft. Weil wir sind bei ca. 60%. Probier mal ein bisschen hier hoch zu speeden. Zack, zack, zack. Naja. Dann geht's vielleicht ein bisschen schneller. Was? Ich habe kein Getränk. Doch, du hast doch deinen Kaffee. Enya hat kein Getränk. Ja, erstens hast du doch deinen Kaffee. Außerdem bist du hier auch willkommen, weil du einen kleinen Zoo bei dir hast. Einen kleinen Katzen und Mäuse und Ratten. Rattenzoo. Ja, also, aber ich sehe gerade diese Tür. Aber ein Kaltgetränk ist immer wichtig. Da gibt ja verschiedene Größen bei den Türen, ne? Ja, wenn man die halt nochmal... zwei hohen, gibt ja die 1 hohen und die 3 hohen. Wenn man die halt nochmal untereinander packt, dann werden sie größer. Ja, das ist dann die Tall Door. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das mit Zap so ist. Ja, 3 normale Türen, dann kriegst du, ich weiß nicht, 3 große oder so raus? Irgendwie so in der Art, 2 oder 3 große? Irgendwie so, ja. Ihr nix, weiß denn diese, ihr nix gemachen? Chef gesagt, machen so, ich machen so, Baustelle, boom, kaputt, ich nix weiß um diese. Du kaputt im Kopf, ja. Aber Versicherung macht zahlen. Ne? Oh mein Gott, dafür bekommt ihr alle ein Ticket, für einmal die Tiere zu besuchen. Da freue ich mich drauf. Auf den Zoobesuch freue ich mich. Jetzt musst du so machen, jetzt freut er sich nämlich wirklich drauf. Und müsst nichts dazu zahlen. Oh, das wird immer besser hier. Da, das lässt der Lord sich ja nicht zweimal sagen, ne? Ist das, das mit Übernachtung, der Zoobesuch? Das wäre super. Oh, im Zoo übernachten stelle ich mir auch krass vor. Stellt euch das mal vor, ihr könntet im Zoo übernachten und einfach den ganzen Tag und Nacht zu den Tierchen gehen. Mit den Abhängen. Ja, wie geil wäre das bitte, im Zoo übernachten? Das wäre doch so die geilste Übernachtungsfeier, die man so haben könnte, abgesehen von der Schlossübernachtung natürlich, aber Zoo wäre schon heftig. Zoo wäre schon wirklich heftig. Dann gehst du mitten in der Nacht mal zu den Eisbären, zu den Kängurus, zu den Pinguinen. Wahrscheinlich alle schlafen. Ein Gedanke, ich ermorde alle in der Nacht. Ja, mach das mal. Mach das mal. Für mich ist das okay. Was die anderen dazu sagen, weiß ich nicht. Aber sie meint auch dich. Ist das okay? Nee, sie hat ja geschrieben, alle. Ja, und sie meint also auch alle dich. In der Nacht. Ja, ist doch okay für mich. Achso. Ja, also. Habe ich ja nicht anders gesagt, oder? Außer der Lord. Siehst du mal, Centus. So macht man das nämlich. Nee. Ja, kannst du dir überlegen, ob du einen gratis Zoobesuch haben möchtest im besten Zoo der Welt oder nicht? Naja. Naja, naja. Das kannst du ja überlegen. Aber nur einmal, ne? So, meine Werten. Nicht zweimal. Ich hoffe, man kann getrennt ganz gut. Nicht zweimal. Lego Schmego. Was ist zweimal? Du meinst nur einmal überlegen, nicht zweimal. Ja, wenn ich das gesagt habe, dann zählt das wohl auch. Das mein Gedanke, kein Plan. Das nur einmal überlegen, nicht zweimal. Ja, überleg nur einmal bitte. Nö. Okay. Genau. Gesundheit auch ein bisschen, ne? Und liebe Grüße und gute Besserung. Gutes Besserung. Enya schreibt bei mir auch nö. Genau, ja.
Naja. Das würde ich so unterschreiben. Ich nicht. Okay, das ist aber deine Sache, ne? Ja, ich weiß. Wobei, genau genommen unterschreiben würde ich es auch nicht. Ich würde meinen Wachssiegel benutzen. Das ist nämlich viel edler. Hast du noch keinen? Glaubst du wirklich, dass ich noch keins habe? Ja. Ach so. Beweise.